Leute, ich mache heute ein Halloween-Tutorial. Ich habe zwar noch Schminke drauf, aber das ist so gut wie weg und selbst wenn, das bleibt jetzt einfach drauf. Und wir fangen jetzt an mit Schminken. Zuerst muss man sich überlegen, wo man denn die Narben haben möchte. Ich habe mir jetzt überlegt, ich mache das so, als hätte ich hier irgendwie sowas drüber gekriegt. So eine ganze Handvoll. Und dann nimmt man einen rosanen Lip Liner und zeichnet das mal so ganz grob vor. Und jetzt brauche ich dieses Fläschchen hier. Das habe ich mir auf Amazon gekauft. Das kostet irgendwie 5 Euro oder so. Ich verlinke es euch gerne unten in der Infobox. Und zwar nennt sich das Collodium. Und das ist eine Flüssigkeit, die stinkt mega, mega, mega widerlich. Aber die zieht die Haut zusammen. Ist auch nicht schädlich. Also es ist extra Narbenfluid quasi. Und das trage ich jetzt quasi da auf, wo ich mit dem Lip Liner vorgemalt habe. Und je mehr Schichten, desto realer sieht es aus. Seht ihr, wie das so richtig reingeht? Das ist gut. So, ich glaube, ich bin fertig. Ihr macht so viele Schichten drauf, wie ihr meint, dass ihr braucht. Also ich finde, so ein, zwei Schichten bringen halt nichts. Ihr müsst halt schon so 4, 5 Schichten, glaube ich, drauf machen, damit es gut aussieht. Damit es jetzt nicht so glänzt, müssen wir ein bisschen Concealer oder Make-up drauf machen, aber wirklich nur ganz wenig. Ich gebe mir davon jetzt ein bisschen was auf die Hand und arbeite das dann mit so einem Make-up-Sponge ein bisschen ein, aber wirklich nur so die Ecke davon nehmen und dann auch nur wirklich auf die Wunden drauf machen. Auch um die nochmal ein bisschen blasser und realistischer aussehen zu lassen. Wenn wir das gemacht haben, dann gehen wir mit einem Puder drüber, weil dann glänzt das Ganze nicht mehr. Ich benutze hier von Trended Up so ein rosanes, loses Puder. Ihr könnt aber auch, also ihr könnt jedes Puder dafür nehmen. So. Und dann gerade so mit einem Puderpinsel so ein bisschen drüber. Und damit wir das jetzt noch ein bisschen frischer aussehen lassen, als wären die Narben gerade erst entstanden, nehme ich mir hier so eine matte Lip Cream. Ihr könnt aber auch einen Lipgloss nehmen, der nicht ganz so glitzerig ist. Und zwar in so einer, schon so ein bisschen Hautfarben, aber mehr ins Rosé gehende. Und dann nehme ich so einen ganz, ganz dünnen Pinsel und nehme ganz, ganz wenig von der Lipcream, die ich auf die Hand habe. Und mache das dann wirklich nur in die Mitte der Narbe. Geht am besten mit dem Collodium auch nicht so nah ans Auge. Deswegen, ich habe das Collodium erst hier ungefähr angefangen und mache den Rest dann hier oben mit diesem Lip Liner. Abschminken geht ganz einfach. Ihr könnt es einfach so an einer Seite abzupfeln und dann so abziehen. Das war's mit dem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze mal nachschminkt. Jetzt würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Sonntag in meinem nächsten Video. Tschüss!